Wie kamen Sie denn zum Fernsehen? Ich habe ja auch geschrieben damals für den Neuen Geist Verlag. Mein Verleger war Ladislaus Zsomorí, ein Ungar. Und der sah aus wie Einstein auf Ungarisch. Und der sagte eines Tages: Heil, du musst jetzt eigentlich da, das Fernsehen fängt da an, du musst da hin. Und er sprach also beim SFB mit einer Kulturredakteurin, Frau Dr. Fambach. Und die habe ich dann getroffen. Und dann habe ich erste Jugendstunden, live war das noch, mit Jugendlichen gemacht, mit Vorlesungen. So kam ich dann allmählich in den SFB rein. Ne? Und dann habe ich mit Truk Brandts, der damals noch kein Regisseur war, sondern Kameramann, haben wir einen Film in Spanien gedreht. Ich habe ein paar Jahre in Spanien gelebt und Gott sei Dank, das haben sie übersprungen, weil ich es nicht erzählt habe. Und so war also die erste Anstellung im SFB in Berlin. Und dann kam ich, vermittelt durch Hans-Werner Richter, zur Bavaria nach München, der Bavaria Atelier, und war dort Leiter vom Lektorat. Und nach München war ich Leiter der Hauptabteilung Fernsehspiel und Film beim Saarländischen Rundfunk. Dort hatte mich Truk Brandts hingebracht, der inzwischen dort als Regisseur tätig war. Da habe ich Stolte kennengelernt, der auch beim Saarländischen Rundfunk war, eine Wissenschaftsredaktion leitete. Und dann kam das ZDF. Warum haben Sie denn den Entschluss gefasst, zum ZDF zu gehen? Ich hatte in Saarbrücken zwar eine nominell eine gute Position, aber wenig zu tun. Und ich hatte viele Ideen und die wollte ich verwirklichen.